Seit Mai 2015 konnte Rapid nicht mehr im Ländle gewinnen und auch für Goran Djuricin bleibt die Altacher Festung uneinnehmbar. Die Grünen kommen zur ersten guten Möglichkeit. Im Spiel via Bolingoli kommt der Ball zu Lukas Galvao. Der Ex-Altacher versucht in Minute 7 aus der Distanz. Cobras von Beginn an hellwach, 32 Meter, 114 km/h, eine brasilianische Rakete. Der Luftraum über Altach muss kurzfristig geschlossen werden. Auch in Minute 18 herrscht dann erhöhte Alarmbereitschaft. Thomas Murk mit dem 18. Alu-Treffer Rapids in dieser Saison und dann buxiert Max Hofmann den Ball ins Tor. Aber der Treffer zählt nicht und das auch absolut zu Recht. Bei Quilizaia liegt noch keine Abseitsposition vor. Hier gut zu sehen, der Georgier bringt den Ball dann aber nicht aufs leere Tor und Max Hofmann steht dann einen Schritt vor Aigner. Der Treffer wird zu Recht nicht anerkannt. Dem Spiel fehlt es an letzter Intensität. Dennoch in der besten Phase der ersten Hälfte erarbeiten sich auch die Altacher ihre erste Möglichkeit. Christian Gebauer legt sich die Kugel per Kopf quasi selbst auf. Wieder nur eine Minute später kombinieren sich dann die Rapidler über ihr Sturmduo zur besten Tormöglichkeit aus dem Spiel heraus. Joelton und Quilitaia zelebrieren den Doppelpass. Der Brasilianer setzt den Abschluss dann unter Bedrängnis neben das Tor. Danach ebbt der Schwung der Grünen ab. Der letzte Nachdruck fehlt bei beiden Teams. Altach kann sich defensiv stabilisieren und sorgt mit dieser Standardsituation für das nächste Highlight im Spiel. Der Freistoß von Andreas Lienhardt in Minute 39 wird länger und länger. Das gilt allerdings auch für Strebinger. Dass Rapid dann nicht mit einer Führung in die Pause geht, das ist Georgi Quilitaia geschuldet. Nach Vorlage von Schobesberger kommt der Georgier alleine vor Cobras zum Abschluss. Aber der Altacher Goalie kann wie so oft in dieser Saison eine Großchance des Gegners erfolgreich vereiteln. Quilitaia weiß jedenfalls, dass er in dieser Situation eigentlich das 1:0 machen muss. Das zeigt auch seine Reaktion auf dem Weg in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel sorgt dann dieser Zweikampf zwischen Zech und Schobesberger für Aufregung. Es gibt keine verstärkten Reklamationen des Rapidlers, auch wenn er da von Zech am Arm gehalten und einfach nicht mehr losgelassen wird. Schiedsrichter Heiß lässt die Szene weiterlaufen und hat dann wenig später auch auf der anderen Seite eine heikle Situation zu beurteilen, denn da verhindert Bolingoli in letzter Sekunde noch einen Abschluss von Hannes Aigner. Auch hier bleiben Reklamationen aus. Die beste Altacher Chance aus dem Spiel heraus ergibt sich nach sehenswertem Direktspiel über Zwischenbrugger, der später mit Schlüsselbeinbruch raus muss. Die Rettungsaktion von Bolingoli kommt dann gerade noch rechtzeitig und ist wohl auch sauber. Danach bleiben gefährliche Offensivaktionen auf beiden Seiten absolute Mangelware bis auf diese Szene. Aber ein möglicher Lucky Punch bleibt aus. Cobras kann sich in der Nachspielzeit noch ein letztes Mal gegen den eingewechselten Veton Berisha auszeichnen. Am Ende trennen sich Altach und Rapid nach einer insgesamt enttäuschenden und blutleeren Begegnung torlos mit 0:0. Wir haben dominiert die ersten 45 Minuten. Es kam gar nichts von Altach. Wir haben drei Riesenchancen gehabt, wieder mal nicht gemacht. Kannst du schon erst entscheiden in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hat man dann der letzte Punch gefehlt, dieser Wille, unbedingt ein Tor zu schießen, bisschen auch Ruhe vom Tor. Ja, wieder ein Lattenschuss, der Ball will nicht rein, aber ich glaube auch, dass wir heute nicht alles investiert haben zum Schluss, dass wir unbedingt gewinnen. Es haben die letzten zwei Schritte haben gefehlt, der Punch, der unbedingte Wille, und das müssen wir uns vorwerfen. Wir nehmen den Punkt jetzt mit, unser Ziel ist weiterhin Europacup, an dem hart arbeiten. Wir werden jetzt im Staff bei der langen Rückfahrt gleich das Match analysieren und auch vordenken. Ist Europa in Gefahr mit solchen Leistungen? Ja, mit solchen Leistungen, ob es in Gefahr ist oder nicht, ist, denke ich, erst die zweite Frage. Mit so einer Leistung oder mit solchen Leistungen hast du es einfach nicht verdient. Wo wäre denn Rapid mit einem gescheiten Stürmer? Ja, das kann man nicht sagen. Unsere Stürmer sind gut, sie treffen halt nicht. Ich weiß, dass das das Wichtigste ist, aber
es geht mit der Brechstange, geht auch nichts. Wir haben drei Riesenchancen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, also halbe Möglichkeiten gehabt. Also du musst das Match eigentlich gewinnen. Aber wir haben es nicht geschafft. Mit dem Trainer bin ich dauernd im Austausch, dauernd in der Diskussion. Und ich verhehle auch nicht, dass ich sehr, sehr viel von ihm halte, dass ich sehe, wie der Staff, mit welchem Engagement sie dabei sind. Also er hätte alle Argumente, dass man das ziemlich schnell auch macht. Aber ich muss auch sagen, die Mannschaft muss irgendwo auch mitziehen. Und es ist mir auch zu einfach, dann zu sagen, ja, heute hat der Trainer jetzt den Vertrag nicht verdient, weil die Mannschaft so aufgetreten ist. Das wäre echt zu einfach. Man muss mal dran denken, dass die Mannschaft die letzte Saison 4 Trainer verbraucht hat. Und irgendwann liegt das Problem vielleicht irgendwo anders. Wie schwierig ist es, ganz kurz noch auch für Sie, Argumente zu sammeln, um eine Vertragsverlängerung zu bekommen? Vertragsverlängerung interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin ein Winner-Typ, ich möchte gewinnen und ich ärgere mich extrem, dass wir da heute 0-0 spielen. Also alles andere ist mir komplett egal. Ich will gewinnen und mir ist das zu wenig, ganz einfach. Man muss aufpassen, den Emotionen dann gleich sagen, jetzt passiert das oder das. Das wird man sich ganz genau überlegen. Aber es ist schon so, vielleicht tut es dem einen oder anderen Spieler auch mal gut, wenn er mal zwischendurch Luft in der zweiten Mannschaft schnuppert, weil vielleicht passt ihm dort besser oder vielleicht kriegt er dort die Luft, die er dann in der ersten Mannschaft gebrauchen kann. Konkret angesprochen muss sich Philipp Schobesberger fühlen. Bickel präzisiert seine Kritik am heute ausgetauschten und farblosen Rapid-Flügelspieler. Ich erwarte von ihm Reaktion. Ich denke nicht nur ich, sondern auch die Öffentlichkeit, die Mannschaft. Aber nochmals, es ist auch jetzt gefährlich, nur auf einen zu zeigen. Es gehören immer auch andere dazu. Aber natürlich steht er ganz klar im Fokus. Er hat den Anspruch, Führungsspieler zu sein. Hat den Anspruch auch, dass er mal die Captain-Binde möchte. Hat er mir selber so mitgeteilt. Aber dann bitte wäre ich sehr, sehr glücklich, wenn er es mir auch auf dem Feld zeigt.